Nur gibt es auch Zauber, wie zum Beispiel ein Heilzauber, der auf unsere Party gecastet wird. Ja, da gehe ich noch einmal kurz die Talente durch, was wir hier so haben, was bewirkt. Und dann machen wir weiter in dem Tutorial-Shit. Ah ne, was ich noch zeigen wollte, ist hier Initiierte und der Lich, der gute Fishman, wird erst zum Scholar und dann zum Lich. Und der gute Chuckme, wie wir hier sehen, wird erst zum Heiler und dann zum Priester. So, beim Robin haben wir die Skills Armor. Ich denke, das ist selbstverständlich, was das macht. Je besser wir da drin sind, desto bessere Rüstung können wir auch tragen. Zum Beispiel ab Experte können wir Kette tragen, ab Meister Platte und ab Großmeister haben wir keine Recovery Penalty mehr. Ja, das bedeutet im Prinzip, wir sind schneller wieder dran. Ja, was sehr, sehr gut ist. Schild sehen wir hier. Genau, können wir bis zum Meister mit Robin werden und dann kriegt der das Doppelte an Skillpunkten, was da drin ist, zur Armor-Klasse. Das werden dann 7 sein, werden also 14 Armor-Klasse extra. Und noch das Schild dann dazu, ne? Ja, Großmeister wäre die Shield-Bash-Attack, sehr schön, kann aber nur der Gladiator. Und wir haben keinen Gladiator. Klinge kann Robin Meister werden, genauso wie Gladiator und Assassine, weil es einfach eine sehr bekannte Waffe ist, oder meist genutzte Waffe in Rollenspielen. Das ist pro Klasse unterschiedlich, was der Großmeister-Effekt ist. Generell Experte sind wir schneller wieder dran mit dem Schwert. Bei Meister können wir sogar 2 Schwerter tragen, das heißt in der und in der Hand. Das wird unser Assassine auch tun, aber Robin wird noch ein Schild behalten. Ja, und Händler hatte ich ja eben schon gezeigt. So, hier sieht es so ähnlich aus. Wir haben Armor, wir haben Rüst, Blade, also Schwert. Dann haben wir Dodge. Momentan, das ist einfach hier mit Double, Triple und Quintuple Effekt. Wird einfach zur Armor-Klasse addiert. Sprich, wir werden... Das ist ja dann quasi so, als ob man seltener getroffen wird. Ne? Und auch wichtig ist, Dodging Skill kann nur benutzt werden, wenn man keine Armor trägt oder ein Shield. Aber ich glaube, das war irgendwann sogar so, dass man das mit Lederrüstung kombinieren konnte. So, Wahrnehmung ist im Prinzip, dass man Fallen und sowas sieht. Fallen oder bestimmte Hebelmechanismen, die leuchten dann rot im Spiel. Wenn man es nicht sieht, ist jetzt auch nicht so schlimm. So viele tödliche Fallen gibt es jetzt nicht. Ja, aber auf Großmeister-Rang sehen wir halt alles. Ne? Ist aber relativ unnütz, werde ich auch nicht skillen. Habe ich jetzt einfach nur reingetan, damit wir es einmal haben, damit ich es einmal zeigen kann im Spiel, wenn es auftritt, weil sonst werde ich es mir nicht holen. So, dann haben wir Elementarmagie. Das ist es von Spell zu Spell unterschiedlich. Der Lich kann Meister in Elementarmagie werden, was sehr schön ist. Und dafür wird der Druide, der Priester in Spiritmagie Meister. Dazu kann der Priester in Lichtmeister werden und der Lich in Dunkel. Und damit decken wir dann so ziemlich auch alles ab. Was ganz schön ist. So, dann haben wir noch Learning. Learning ist quasi, dass wir mehr EP bekommen. So, was steht denn da oben? Der Learning Skill. Genau, jeder Punkt ist 1% und der Startbonus ist 9%. Das bedeutet, wir haben momentan quasi 10% mehr Erfahrung für alle, die Learning haben. Und ab Großmeister wird es halt Quintuple weg. Learning werde ich wahrscheinlich relativ schnell allen beibringen und auch bei allen so schnell wie möglich auf ein hohes Level ziehen, damit wir am Ende schneller leveln und ein einfacheres Spiel haben. Weil das Spiel kann schon recht hart werden. Und Meditation ist einfach, dass wir mehr Skillpunkte, mehr Mana-Punkte haben. Ne, also momentan ist es so, ein Skillpunkt ist ein Punkt mehr Mana. Wenn ich auf Großmeister bin, 10 Punkte. Quintuple Effect sind 50 Punkte, immerhin. Ist eine ganze Menge. Sonst noch was? Ah ja, Item Repair. Ja, erklärt sich, denke ich, von selbst. Je besser wir werden, desto höher ist die Chance, dass wir ein Item, was kaputt gegangen ist, reparieren können. Ganz wichtig dabei, das kann im Prinzip nur der Priester und der Paladin recht gut. Aber da wir den Priester haben, der das am besten kann, wird er das machen. Eine Reparatur ist nicht ganz unwichtig, aber auch nicht das Wichtigste. So, jetzt habe ich aber auch echt lang genug gelabert über die Skills. So, wir sehen hier unser Screen, wir haben oben einen Kompass und so ein grünes Symbol. Wenn es grünes bedeutet, keine Gegner in der Nähe, wir könnten jetzt auf R warten, rasten. Ne? Wir haben momentan Januar im Jahr 521, 6 Uhr morgens am Sonntag. Bei mir ist jetzt gerade nicht 6 Uhr morgens sonntags. Dann haben wir hier unsere 4 Charaktere. Und ihr seht schon, der mit dem gelben Rahmen ist immer dran. Und wenn ich jetzt hier so durchklicke und jetzt zum Beispiel da so einen Zauber machen lasse, dann seht ihr, der Punkt unten ist rot geworden und
erst wenn er wieder grün ist, kann er wieder was machen. Das ist mit der Recovery Penalty gemeint. Wenn die verringert wird, sind die schneller wieder dran. Na, dazu sehen wir Mana-Punkte und so weiter. Unter dem Kompass werden nachher dann noch unsere Alliierten. Wir können noch Leute anheuern. Und unten sehen wir unser Gold. So, ich kann mich mit WASD bewegen. Ich kann mit X, also irgendwo ist das X, ich kann springen. Und gucken wir einfach mal. Hier gibt es ein paar Gegner zu sehen. Das ist ein Skelettkrieger, das ist ein ganz normales Skelett. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich, ein Troglodyt. Das ist ein Echsenkrieger. Keine Ahnung, was das ist. Es sieht komisch aus. Ist es eine Qualle oder sowas? Ein komischen Ziegenmenschen, würde ich zumindest sagen. Doch, das sind Ziegenhufen. Das ist ein Vampir, glaube ich, ist es. Das ist eine Drachenfliege, das sind auch so ziemlich die ersten Gegner, die wir sehen werden. Auch in diesem Part noch. Und das ist, oder in dieser Session. Und das ist so ein komisches, wie heißt das, Albtraum oder sowas? Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann spawnt er da so ein Albtraum. Genau, Evil Grand Sorcerer und Oculus heißt das Vieh. Okay. Und die kämpfen jetzt gegenseitig. Das dauert ein bisschen, aber ich gucke jetzt da nicht zu, irgendwann sterben die einfach. Wichtig zu wissen ist, bei jeder Charakter, bei jedem Monster gibt es drei Stufen. Ihr habt eben die Drachenfliege gesehen, dann gibt es noch so eine blaue Drachenfliege, die ist etwas stärker, und dann gibt es noch eine rote Drachenfliege, die heißt Feuerdrachenfliege. Das ist die stärkste von allen und die kann dann noch Feuerbälle schießen. Das ist bei allen Monstern so. Alle Monster haben drei Stufen. So, dann haben wir hier ein paar Waffen, eine Ritterrüstung. Das sind Fässer. In Fässer befinden sich Flüssigkeit, in dem Fall blaue. Und die Flüssigkeiten erhöhen unsere Attribute permanent. Ich glaube, blau ist Magie und das würde dann, glaube ich, permanent plus 2 Magie geben. Das sind Podeste, die können entweder permanente Resistenzboni bringen oder temporäre. Zum Beispiel kann es dann sein, dass wir temporär 10 Feuerresistenz kriegen oder so. Kann aber auch perma sein. Das sind Stadtportalschreine. Es gibt später den Zauberstadtportal, mit dem können wir uns zu jedem dieser Steine, den wir einmal angeklickt haben, porten. Wenn wir das entsprechende Level erreicht haben, dann hier komische Bottiche, die sind so ähnlich wie die Schreine, können wir auch permanent oder generell was kriegen, wir können aber auch vergiftet werden. Selbiges gilt für diese Sachen. Noch was? Was das ist, weiß ich nicht, irgend so ein komischer Stein. Das sind Knochenhaufen, die kann man durchsuchen, wenn man möchte, für ein Item, aber dafür kriegt man dann eine Krankheit oder eine Vergiftung, und wenn man krank oder vergiftet ist, Moment, wo ist das? Z, Y? Y, dann gehen die Attribute ziemlich runter. Z, ja gut. Auf jeden Fall gehen die Attribute dann ziemlich runter und wir machen so gut wie keinen Schaden mehr. Lohnt sich eigentlich auch tendenziell nicht, weil die Items meist Schrott sind. So, das sind verschiedene Arten von Kisten. Der führt sich mal gerade vor. Fängt an bei einfach. Das wären diese beiden Typen, also diese Kiste und die hier. Die kann man leicht öffnen. Dann kommen diese beiden Kistentypen, die sind schon etwas schwieriger. Der Soundknopf geht nicht weg. Und dann kommt schwarzer Thron. Die sind extrem selten. Und beinhalten noch die tödlichsten Fallen. Ja. Aber in denen findet ihr meist sehr, sehr gute Waffen. Also wenn ihr einen von denen knacken könnt, habt ihr eine sehr, sehr gute Waffe auf jeden Fall. So. Ja. Das sind die ganzen Räume. Dann reden wir mal mit ihm. Wir sind ready. You can find a boat waiting at the dock at the north. Okay. Und er hat uns jetzt noch Identify Item. Da muss ich gerade überlegen, wer war gut in Identify. Ich glaube der Priester. Disarm Trap wird auf jeden Fall unser Assassine, weil, wenn wir jetzt gucken, dann kann er Großmeister werden. 100% Success. Fallen entschärfen ist relativ wichtig, weil ihr sterbt sehr schnell an der Falle, wenn ihr die nicht entschärfen könnt. Macht oft mal die ganze Party kaputt. Ich meine, du bist doch gut in Item Dingsen, oder? Ja. Wenn nicht, dann habe ich halt ein Problem und muss es nochmal kaufen. Okay, macht im Prinzip nichts. Der Druide und der Licht können Meister werden. Aber beim Licht ist es mir wichtiger, dass er Dunkel- und Elementarmagie und sowas lernt. Das ist jetzt... Also der Licht ist eher der Damage-Maker als der Dings. Also beim Licht pumpe ich dann eher in Damage. Ja. Oder? Ich glaube, ich bring's ihm auch noch bei und dann schauen wir mal, bei wem ich's level. So viel kostet es ja nicht. Ja, dann gehen wir mal raus in die offene Welt hier. Da vorne ist eine Bank. Ich glaube, was eine Bank macht, ist klar. Da ist eine Taverne und da ist noch ein Händler.
Aber ich gehe nochmal hier hin. Das ist ein Levelgebäude. Da können wir uns immer aufleveln, wenn wir gute Erfahrung haben. Dann leuchtet die Zahl da oben grün. Also wenn da jetzt zum Beispiel 2000 steht, dann steht da 2000/1000 und dann leuchtet das grün. Das heißt, ich kann Level aufsteigen. Dann geht man in diese Gebäude normalerweise. Und kann dann aufleveln. Aber hier gibt es noch etwas zu holen. Hier gibt es nämlich so einen kleinen Jump-Run-Parcours. Das hat eine relativ merkwürdige Steuerung. Und ja, ich meine, das war auch das, was es hier zu holen gibt. Diese komische Schriftrolle. Und ich glaube, es ist nämlich keine Tutorial-Schriftrolle, sondern glaube ich eine... na, sag schon. Ah, die Steuerung ist so komisch. Sondern eine Zauberspruchrolle. Wir gucken mal gerade. Strategietipps. Kriegt Orbin. Okay, vielleicht war es aber auch keine Zauberspruchrolle und wir sind ja ganz umsonst hochgeklettert. Naja, macht ja auch nichts. Gut. Das auf jeden Fall soweit gezeigt. Ja, hier Puppen, wenn ich jetzt irgendwas hätte, wie zum Beispiel einen Bogen, könnte ich das demonstrieren. Kann ich jetzt aber gerade nicht, weil keiner von uns einen Bogen hat, geschweige denn Wurfmesser oder sowas. Das wird nämlich der gute Assassine zum Beispiel kriegen, Wurfmesser. Und ich glaube, der Lich war auch gut mit Wurfwaffen. Wenn ich nicht recht entsinne, ich weiß es aber nicht genau. So, das ist ein Händler, wir gehen jetzt einfach mal hin. Nehmen den Orden oder verkaufen wir hier schon? Welcome. Ne, wir werden hier noch nicht verkaufen. Das hat den einfachen Grund, dass ich gerne noch, sag schon, ich würde gerne noch, bevor ich handel, würde ich gerne den Merchant Skill zumindest um ein Level erhöhen, damit wir am Anfang mehr Gold kriegen. So. Ready to tip one back? Ja, das würde jetzt so viel Geld kosten. 24 Gold ist relativ viel, weil ich, vor allem, ich habe nichts. Aber brauchen wir erstmal nicht. Ja, ansonsten, ich habe das Gefühl, oder es ist wahrscheinlich so, dass ich die Zwischensequenzen im Spiel, es gibt nicht viele, nicht aufnehmen kann. Es tut mir leid. Ich werde dann einfach danach erzählen, was passiert ist. Und sollte ich die Szene irgendwie sonst finden, kann ich einen Link posten unter das Video. Aber es ist mir momentan dann einfach, ich weiß nicht, wie ich das sonst irgendwie beheben kann. Also verzeiht mir, aber wie gesagt, es sind nicht viele von diesen Szenen. Das sind hier unsere ersten Gegner, das sind Lobberpots, ihr seht da unten, das ist ein rundenbasiertes System und momentan hat es unseren Priester stark erwischt. Ich kann aber auch einfach, das zeige ich mal im nächsten Kampf dann, einen rundenbasierten Modus anmachen. Das ist etwas leichter. So, ich glaube, jetzt müsste eine Cutscene kommen, dann schauen wir mal, ob er die aufnehmen kann. Also wenn ich zum Boot gehe, ja. Long years have passed since the last GDN raid on Mendoza. After the tremendous losses at the Battle of Farndale, men were not as eager to go to their deaths. A few have tried. None have returned. Our restless warriors have a thirst for glory and riches that cannot be quenched in Chadian. Our warriors will find what they seek. Mendosus is profitable. The fate we wrote for ourselves was to return to Mendosus to recapture the glory of our fathers. But not on this day. Jo, wir sind mit unserem Schiff gestrandet. Da vorne ist das ist der Rest von unserem Schiff und wir sind hier auf dieser auf der Ascheinsel angekommen. Und hier unten gibt es direkt die erste Kiste des Spiels, die wir jetzt öffnen. Success. Wir finden jetzt aber Torchlight. Zu Deutsch Fackellicht. Den Zauber werden wir direkt mal unserem Licht beibringen. Den er nicht lernen kann. Achso, weil er Lichtmagie braucht. Dann werden wir ihn verkaufen, weil er 500 wert ist. Und ich bin ehrlich, Torchlight, Fackellicht heißt ja auf Deutsch. Ist quasi so ein kleiner Lichtzauber für dunkle Höhlen. Ist jetzt nicht wirklich notwendig am Anfang. Von daher, dann verkaufen wir ihn halt. Ich dachte, ich könnte ihn jetzt schon lernen. Aber ich habe noch keine Lichtmagie, okay. Weil das geht auch mit Elementarmagie. Und von daher würde ich ihn lieber dem Licht beibringen. Auf jeden Fall müsste es hier jetzt eigentlich auch gleich zum ersten Kampf kommen. Ah, genau. Also ich kann entweder den hier mit wegrennen oder ich drücke Enter. Dann kommen wir in diesen klassischen rundenbasierten Modus. Jetzt sind wir nacheinander dran. Jetzt ist der Zwerg dran. Da bin ich dran.
Dann ist er da. Da, zack. Und dann ist jetzt der NPC dran. Das ist einfacher so zu kämpfen. Werde ich bei schweren Kämpfen auch irgendwann mal einsetzen. Aber für jetzt, sollte es reichen, wenn wir, einfach so kämpfen. Schade, kein Loot. Die Gegner lassen auch ganz gerne eigentlich mal, oder lassen meistens auch. Hier am Anfang jetzt noch nicht jeder, aber... Sonst, genau, solche Beutel, da können Items drin sein, wenn ihr nur so ein... Wenn kein Fenster aufgeht, dann war da nur Gold drin. Warum zur Hölle bin ich gerade in den Baum gepackt gewesen? Ja, ihr seht, wir haben 70 Gold. Ich weiß nicht, wie viel in der Truhe war. So. Jo, weiter geht's. Wenn wir die Ascheinsel werden wir heute noch abschließen in der Session und dann... Genau, da seht ihr schon, das ist eine Feuerfliege. Genau, Dragonfly Might. Die ist etwas stärker als die Version, die wir in diesem Haus gesehen haben. Und es gibt noch eine rote Version, die werden wir, glaube ich, auch noch sehen. Ich glaube, ich stelle gerade mal Soundoptionen. Effekte runter. Ja, hier ist es. Oder? Von wo? Ach, da. Ja, die Skelette sieht man manchmal sehr, sehr schlecht. Ja, ansonsten seht ihr noch gegenüber von dem Lebensbalken so einen kleinen gelben Balken, der sich so allmählich füllt. Das ist die Erfahrung. So, Rapkin hat 10 Might bekommen, temporär. Heißt... Wenn ich das jetzt eingebe, kloppen alle besser. Und ich kann auch mal hier meine Zauber einsetzen. Weil das momentan mein einziger Range-Damage ist, quasi. Momentan geht es uns recht bescheiden. Ich glaube, wir rasten einfach mal. Dazu klicke ich hier unten auf Rest Until Healed. Solange es grün ist, dieser Punkt da oben, macht das nichts. Wenn es so leicht gelb ist, kann es sein, dass Monster auftauchen. Und wenn es rot ist, wie in dem Fall jetzt... Ich kann nicht einfach mich im Kampf natürlich hinlegen und pennen. So, die Drachenfliege ist tot. Diese Skeletoiden hier bald hoffentlich auch. Außer noch keine richtigen Skelette. Das sind nur so Mini-Wind-Skelette. Skeletoids heißen die, oder Skeletoid, deswegen. Die sind nicht wirklich stark. So. Robin hat gerade für 13 getroffen. Also dieser Might-Bonus, den wir bekommen haben, ist sehr, sehr stark. 10 Might ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass unser Grundwert 25 ist. Bei den beiden Might-Klassen. Bei den beiden anderen macht das relativ wenig Sinn. Weil sie eh keinen Schaden machen ohne Waffe. So, jetzt sehen wir hier, Fishman. Doch, Fishman ist bewusstlos. Sobald ein Charakter 0 Lebenspunkte erreicht, wird er bewusstlos. Dann kann man ihn entweder heilen, dann wird er bewusstlos, dann wird er wieder zu Bewusstsein geweckt oder sag schon, oder er oder man wartet einfach, so wie ich das gemacht habe, solange, ich glaube, ab minus 15 sind die dann tot. Also sobald es einen gewissen Minuswert erreicht. Das heißt, sobald die bewusstlos werden und dann quasi noch einmal getroffen werden, sind die tot. Man kann aber auch sofort getötet werden, wenn der Schaden nur groß genug ist. Also wenn ich jetzt in einen der Endlevel-Dungeons gehen würde, wäre ich wahrscheinlich mit einem Schlag tot. Ne? Das schon mal so zur Erklärung. Ja, dann, da vorne ist der erste NPC. Unseres Abenteuers. Ich meine, das mit dem Kloster zählt jetzt noch nicht. Hello, I am called Vored Dar. Wow, sogar Sprachausgabe. Ja, unser Boot ist gecrashed. Und er fragt uns, ob wir Irsa den Troll gesehen haben. Wir sollen sie sprechen. Wir kennen sie natürlich nicht. Ja, laut den Sagen lebt sie auf dieser Insel. Du solltest mit ihr sprechen. Okay. Und seht ihr, wir haben gerade ein Quest erfüllt, deswegen ist die Erfahrungsleiste jetzt oben. Was bringt das? Elementarresistenz temporär. Warum nicht? Ja, wir sollen also mit ihr sprechen. Ich kenne den Weg natürlich schon. Da über die Brücke geht es später weiter. Und wow, unsere Magier halten nichts aus. Wir müssen ganz, ganz, ganz dringend Rüstung für die besorgen.
mal ab. Du hast doch auch den Quickzauber gesetzt, oder? Was zur Hölle? Okay. Ich wunderte mich gerade, weil er eben nichts gemacht hatte. Also momentan setzen uns dann doch die Viecher sehr zu. Und aus irgendeinem Grund mögen sie Fischmen überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was das für einen Grund hat, dass sie nur Fischmen angreifen. Was gefällt mir nicht. Wie haben wir denn überhaupt? Ja, 1485. So. Du bist auch tot. Und hier ist ein Haus. Und hinter dem Haus ist noch ein Brunnen.